Hallo zusammen. Heute will ich mit euch keinen Sport treiben, sondern heute möchte ich mit euch etwas anderes machen. Und zwar wollen wir knüpfen. Das nennt sich Knüpfen. Warum knüpfen? Weil man ganz viele Knoten macht. Und wenn man die Knoten richtig macht, dann sollte am Ende, wenn es gut läuft, so ein entweder Armband oder auch Fußband rauskommen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zunächst aber die Materialien. Auf jeden Fall braucht ihr hier einen Baumwollgarn. Ihr seht, ich habe hier ganz viel Auswahl. Der Baumwollgarn ist relativ dünn. Den könnt ihr in jedem größeren Supermarkt oder auch in der Drogerie kaufen. Von diesem Baumwollgarn müsst ihr am Anfang auch nicht so viel kaufen wie ich hier, sondern es reichen eigentlich drei Farben, und zwar Farben, die euch gefallen, vielleicht eure Lieblingsfarben, und die natürlich auch zueinander passen. Wenn ihr das habt, dann schneidet ihr ungefähr einen Meter davon ab, von diesen Farben, also drei Farben, dreimal einen Meter, dann kommt sowas dabei raus, ich habe das hier mal vorbereitet, dann nehmt ihr den bei der Hälfte, das heißt, dass es nur noch 50 cm sind. Und dann wird der vordere Teil auf einer Fläche abgeklebt. Ich klebe das jetzt hier, muss ein bisschen rutschen. Ich klebe das jetzt hier auf den Tisch. Ihr könnt dazu aber auch ein Buch nehmen oder eine andere Fläche, weil wenn man es auf den Tisch klebt, dann klebt es natürlich erstmal, wenn der Tisch für was anderes gebraucht wird, steht er nicht zur Verfügung. Ihr messt ungefähr einen Fingerlang natürlich. Schaut, dass oben ein bisschen was übrig bleibt, das braucht ihr später für das Ende des Armbands. Dann kommt hier ein Teser rein, damit es festhält. Und dann fangen wir an zu knüpfen und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ja, als nächstes werden die Farben sortiert. Das bedeutet, ihr habt die ja gefaltet, also beides mal 50 cm, das heißt, ihr habt jetzt dreimal jeweils eine Farbe. Die werden jetzt erstmal sortiert, also die ganz blauen, die ganz hellblauen kommen hier rüber. Dann kommen die etwas dunkleren hierher. Die Mitte. Und die anderen kommen hier rüber. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Knüpfen. Dazu nehmt ihr immer die ganz rechte in die rechte Hand, nehmt das andere mit der linken Hand und macht jetzt hier einen Knoten. Kann sein, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist, das ist reine Übungssache. Den zieht er dann fest und dann macht er nochmal einen Knoten, also einen Doppelknoten. Durch den Tesa hält es jetzt auch ganz gut. Dann wird die gerade ganz innen war, die wird ganz nach außen gelegt und ihr geht mit diesem ersten ausgewählten Garn einmal ganz durch. Das heißt, jetzt werden hier zwei Knoten gemacht. Dann nochmal einer. So geht er einmal durch. Die Knoten auch ruhig ganz festziehen. Das kann ruhig ein bisschen spannen. So, wenn ihr mit dieser Farbe durch seid, dann legt ihr die zur Seite, ordnet das Ganze wieder und dann geht es genauso weiter mit der linken. Wieder mit der rechten Hand fassen und einen Knoten machen.
helle Farbe, also es ist hellblau, einmal durch, und zwar beide. Und jetzt geht es eigentlich einfach nur auf der linken Seite hier. Hier geht es einfach weiter. Das heißt, es wird die einmal durch, dann die, die und so weiter. Das wird immer fortgesetzt. Noch ein kleiner Tipp. Damit hier oben, dass es starr bleibt und fest bleibt, könnt ihr immer wieder ein bisschen Tesa nachkleben. Auch gern über das Geknüpfte, damit es fest bleibt, damit ihr das richtig anziehen könnt. Ja, und jetzt heißt nur noch auf die Plätze fertig knüpfen. Ja, wenn ihr dann so weit gekommen seid, mache ich den einen noch zu. Einmal und zweimal. Seht ihr hier jetzt das Ergebnis? Und jetzt will ich euch noch zeigen, wie wir das Ganze dann beenden, wie wir da fertig werden. Und zwar macht ihr zunächst einen Knoten rein, das heißt, ihr nehmt das Ganze. Rein, damit es auch gut hält. Ja, wenn der Knoten dann drin ist, dann kann man noch das Ende ein bisschen flechten. Dadurch nehmen wir die Farben wieder zueinander und legen wir in die Mitte rein. Dann schneiden wir ab. Dann kann man das Ganze hier drüben machen. Da könnt ihr jetzt auch erstmal den Tesa entfernen. Schneiden wir hier einmal durch. Tesa ganz wegmachen, das müsste eigentlich ganz gut gehen. Und auch auf dieser Seite ganz wichtig. Einen Knoten reinmachen.
bin selten wie auf der anderen Seite. Fertig geschafft. Kann man sich jetzt hier nach seiner anderen Hand rumlegen und ihr habt ein Armband. Ihr könnt natürlich die geflechtete, die geknotete Stelle auch erweitern, indem man die einfach weiter knotet. Ich habe jetzt nach der Länge aufgehört, hätte aber auch noch weiter knoten können. Ihr seht, ich habe ja noch was übrig, aber das könnt ihr dann ganz so machen, wie ihr wollt. Ihr seht, man sieht auch die einzelnen Farben. So, damit wären wir am Ende vom Video angekommen. Ihr seht, ich habe hier ein fertiges Armband. Ich habe auch hier noch ein anderes. Wie gesagt, die Farben könnt ihr euch selber aussuchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr braucht auf jeden Fall sehr viel Geduld, sehr viel Ausdauer. Könnt aber auch die Zeit währenddessen nutzen, zum Beispiel ein Hörbuch anzuhören oder Musik zu hören. Dann geht es umso schneller. Ich hoffe, ihr versucht es mal aus. Man kann das auch, oder wir können das auch in der GTS machen. Wir haben da so Fäden bzw. so Garn. Und falls ihr das mit dem Video nicht ganz verstanden habt, dann kann ich euch das auch mal, wenn wir uns wieder in der Schule sehen, sozusagen live zeigen. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You